Servus Freunde, willkommen zu einer kleinen Ankündigung bzw. einer kleinen Hilfestellung für kleinere YouTuber. Nämlich, ich habe ja vor, Pokémon Bloody Platin zu Let's Play, eine Nuzlocke Challenge natürlich, sonst wäre es ja viel zu einfach. Und ich will natürlich den Pokémon-Spitznamen, also den Pokémon-Namen meiner Abonnenten verwenden. Aber das soll noch nicht alles sein, das soll zugleich auch eine Werbung für euch sein, die mich abonniert haben. Nämlich läuft das Ganze so ab. Das geht, also Voraussetzungen dafür sind, dass ihr mich abonniert habt und dass ihr 1 bis 5 Pokémon wählt und sie als Kommentar unter diesem Video hier schreibt. Nämlich, ich wiederhole mich irgendwie, das wird so laufen. Ich werde die Pokémon Bloody Platin Let's Playen, wenn Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke beendet ist. Vielleicht fange ich sogar 1 oder 2 Parts vom Ende früher damit an. Nämlich, ihr schreibt hier als Kommentar zum Beispiel, dass ihr ein Vulnona, ein Arcani, ein Sumpex, ein Metagross, was auch immer sein wollt. Und dann sehe ich natürlich auch euren Namen, wer das geschrieben hat. Und das werde ich mir dann irgendwie aufschreiben, entweder auf ein Word-Dokument oder so auf einen Blog, wie auch immer. Und dann werde ich, wenn ich die Nuzlocke-Challenge anfange, die Pokémon Bloody Platin Nuzlocke-Challenge, werde ich, wenn ich das Pokémon sehe und fangen sollte, werde ich es nach euch benennen. Und natürlich wird dann auch euer Link, also euer Kanallink, wird dann unterhalb in jedem Part, wo ich euch dann mit habe, in der Beschreibung sein. Und im Finale werden dann alle Links, wenn ich es bestehen sollte, werden dann alle Links unterhalb in der Beschreibung sein. Wenn ich dann einfach den letzten Part, wo ich dann drauf gehe, wenn ich es nicht bestehen sollte, je nachdem. Das heißt, dann alle Leute, die dieses Video dann sehen, können unterhalb in die Videobeschreibung zum Beispiel auf euren Kanal zugreifen und können euch die Videos angucken, euch abonnieren, was auch immer. Aber wie gesagt, Voraussetzung dafür ist, dass ihr mich abonniert habt. Noch etwas, allerdings weiß ich nicht, ob ich da sozusagen die Erlaubnis von euch brauche, aber ich würde es so machen. Zumindest habe ich es so vor. Wenn ein Teammitglied gestorben ist, dann werde ich natürlich die jeweilige Beerdigungsbox und so weiter, der Himmel, wie ich ihn ja genannt habe, werde ich natürlich aufrechterhalten, aber ich werde dann am Ende des Videos, wenn es mir erlaubt ist, werde ich auf den Kanal oder die Kanäle, falls mehrere draufgehen in einem Part, werde ich die Kanäle der Toten ein bisschen zeigen, ihre Videos, ein paar Worte, also meinen Kommentar dazu abgeben. Je nachdem, dann könnt ihr Leute auch gleich ansehen, aha, das ist der Kanal, aha, der sieht geil aus und so weiter. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich dafür wirklich die Erlaubnis habe oder brauche, aber das soll für euch eine richtig gute Werbung sein. Dann gehe ich zum Beispiel, nennen wir mal ein Beispiel. Ich habe Enfa im Team, also das Vulnona vom Pokémon Smaragd, wer es noch kennt. Und zum Beispiel Enfa geht mir in der Bloody Platin Challenge drauf. Dann werde ich sie natürlich beerdigen mit meinen Worten, so, ja, armes Pokémon, was auch immer. Und dann werde ich natürlich sagen, pfiat euch. Und am Ende werde ich dann aber noch den Kanal von Enfa zeigen, dann ein paar Videos, wie viele Abonnenten sie hat, wie viele Aufrufe, was sie macht zurzeit, wie auch immer, etc. Aber wie gesagt, dafür brauche ich eure Erlaubnis. Dann müsst ihr halt 1 bis 5 Pokémon wählen. Nämlich, es gibt jetzt eine... Ich habe mir so gedacht, ich mache eine... Wie heißt das jetzt? Eine Begrenzung. Ansonsten sagt ihr, ja, ist egal, ich nehme alle Pokémon. Ach übrigens, wenn ihr sagt, dass es egal ist, welches Pokémon ihr seid, dann werde ich das Pokémon für euch auswählen. Also da schon mal im Voraus nichts Böses sein, wenn das ein Pokémon ist, wenn ihr nicht wollt. Aber ich werde dann die Begrenzung von wegen nur 5 Pokémon sind erlaubt. Also ihr schreibt maximal 5 Pokémon in die Kommentare. Und dann wähle ich, wenn ich das Pokémon finden sollte, nenne ich es nach euch natürlich. Und das ist auch zugleich Werbung für euch. Also ich glaube, damit ist alles gesagt. Wie gesagt, Pokémon Bloody Platin wird etwas dauern, ein kleines Weilchen, weil ich erst noch warten muss auf die Kommentare, die ihr schreibt, damit ich auch sehe, welche Pokémon ihr sein wollt. Ist doch logisch. Und ich glaube, das war mal alles. Ich verabschiede mich.
Und seid gespannt auf Pokémon Bloody Platin. Ich bin der Onkel Wolf und wir sehen uns das nächste Mal. Pfiat euch!